Willkommen zu Dark Souls Remastered. Hier ist wieder Gonzo und wir stehen in Olasil. Ich habe mich hier ein bisschen durchgekämpft. Da hinten leuchtet seltsam, ne? Diese Leiche. Aber, nee, die haben wir schon abgegrast. Ich wollte mich auch wieder unsichtbar machen, denn ich bin ja so ein kleiner Vorsichtiger, ne? Ich bin sehr vorsichtig. Feige, ne? Aber auch sehr vorsichtig. Wir wollen ja auch lebendig bis zum ersten Fahrstuhl zumindest. Das ist ein schönes Ziel, ne? Nicht, dass der Fahrstuhl gerade noch erst hier oben wäre. Wir wollen aber zumindest bis dahin hier. Das ist tatsächlich, oder? Ist es? Ist es das? Nee, das ist... Das sieht aber... Die Kette verschwindet so. Wir müssen das testen. So, von hinten. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, okay. Hacke, hacke, hacke. Wunderbar. Die Sense ist einfach mega geil bei nackten Gegnern. Die sehr gut Maske. Also wir müssen nämlich, wir müssen Seelen sammeln. Wir müssen noch Logan leer kaufen. Wir müssen all seine Zauber kaufen. Das ist wichtig. Und habe ich eigentlich schon irgendwas verpasst? War da nicht irgendwas hier? Ich meine, guck mal, da hinten ist so eine Kristallechse. Da muss man ja irgendwie hoch können. Nein, das ist doch nicht wahr. Blöde Kristallechse. Da muss man ja irgendwie hinkommen. Ich habe irgendwie was verpasst. Da müssen wir gleich nochmal nachschauen. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Ich erinnere mich gerade, wo ich vergessen habe nachzuschauen. Okay. Machen wir gleich. So, Kurzbogen plus 10. Ah, kommst du her? Ja. Oder auch nicht. Dann gehst du wieder. Ey, der kommt tatsächlich hier hochgesprungen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, den treffe ich wenigstens mit der Sense. Ja, nicht gerade wie die Kristallechse. Einfach mal so. Na. Puh, es ging. Gut, dann gehen wir nochmal nach oben. Denk dran, wir müssen Logan leer kaufen. So. Ist eine wichtige Mission noch. Fehlt uns denn noch irgendwas ansonsten im Spiel? Die Logan-Mission? Wir werden auch nochmal final nachgucken, ob Rhea dann doch erscheint oder nicht. Ob sie für immer weg ist, weil mir hat auch jemand geschrieben, dass sie trotzdem nochmal auftauchen könnte. Wer weiß. Das checken wir alles mal. Also müssen wir auf jeden Fall ins Archiv zurück. Da sieht man, hier ist dieser geheime Gang. Da fällt mir gerade was ein. Wir brauchen gleich Licht. Hier war nämlich ein Geheimnis. Was einem nie irgendwie erklärt wird, glaube ich. Eine Besonderheit, die nur im DLC vorkommt. So, Moment. Dafür müssen wir jetzt erstmal wechseln. Ich weiß nämlich auch nicht mehr... Ups, nein, nicht das. Nicht das. Ich weiß nämlich nicht, an welcher Stelle das war. Dass sich irgendwo eine Tür öffnet. Hier... Ja, nein, vielleicht. Geht keine Tür auf. Hier können wir runter. Waren ich nicht hier noch irgendwo Gegner, die mich angreifen? Nein? Ja, nein, vielleicht. Ach, da müssen wir einmal hier rum. Jetzt erinnere ich mich, glaube ich. Hier sind wir auch wieder. Guckt, hier ist die Treppe. Da ist das Dach. Hier sogar eine Nachricht. Es wäre Licht. Okay, ist sogar extra eine Nachricht da, damit man Bescheid weiß. Man braucht ein Licht, um hier reinzukommen. Silberanhänger. Ein Gegenstand, der gegen Manus helfen sollte, der ist leider ein bisschen verbuggt und macht einem das Kämpfen wirklich schwer. So. In den Silberanhänger ist das Wappen von Artorias eingraviert. Er ist ein uralter Schatz aus Anolondo und wurde Artorias verliehen, weil er sich dem Abgrund stellte. Der Anhänger schützt vor der Finsternis des Abgrunds, besonders in ihrer magischen Form. Dieser Anhänger macht kurzzeitig ein Schutzschild, mit dem man Hexerei blocken kann. Kann man bei Manus benutzen, wenn er mit seiner Hexerei ankommt. Das Problem ist, manchmal passiert es tatsächlich, habe ich schon ausprobiert, dass seine Magie einfach durch den Schild hindurchgeht. Und das ist total fies. Absolut abartig ist das. Oh, du bist schon tot. Das ist so dermaßen scheiße, dass ihr nämlich instant tot seid. So beschissen ist das.
Und ihr wisst ja nicht, wann das Schild funktioniert und wann nicht. Voll verarscht. Oder muss man irgendwie hoch, oder? Nö. Muss man nicht springen oder so. Einfach hochrollen, vielleicht auch drüber gehen, wer weiß. Seele Ritter. So, wie weit traue ich mich jetzt noch zu gehen? Wir haben schon 20.000. Und ich würde eigentlich gern bei Logan gerade vorbeischauen. Moment, wo geht's denn da jetzt nochmal? Okay, okay. Geht's hier nochmal runter? Da ist tatsächlich, guck mal da unten. Da ist ja noch jemand. Und hier geht's ja auch noch runter. Hier. Habe ich ganz vergessen. Okay, dann erstmal den Estus auffrischen. Ein bisschen Freshness. Okay, was haben wir da? Warum habe ich immer noch die Maske auf? Warum hast denn du eine Maske auf? Warum liegt denn da Stroh? Natürlich würde ich mehr Schaden bekommen, glaube ich, nicht? Ich glaube, ich würde mehr Schaden kassieren, wenn ich die Dusk-Krone auf hätte. Egal. So. Einer weniger. Weniger ist mehr. Wisst ihr, weniger ist manchmal mehr, ne? Weniger Gegner, mehr Spaß. Böse Hexerei, du. Ich hasse das. Super, schießt er einfach voll links gegen die Wand. Geile Sache. Hast du wunderbar gemacht. So, wo war jetzt der Typ da? Wir haben ja gerade gesehen von oben, dass da irgendwo jemand lauert. Hier auf der unteren Ebene. Der wartet nur darauf, uns zu überraschen. Hier nicht. Da. Da wartet jemand. Also mit den 20.000. Ich habe auch keine Seelen mehr. Ne? Ich habe keine Konsumenten, wie auch immer, Seelen. Keine Consumable Souls. Wie nennt man die eigentlich? Haha. Okay. Verzeihung, Maske. Das war ein einzigartiger Gegner. 23.000. Ich werde langsam nervös. Das ist. Ich könnte bestimmt irgendwas belogen kaufen. Aber ich weiß nicht. Der hatte, glaube ich, arschteure Sachen, ne? Der hatte so richtig geil teure Sachen. Hatte ich die schon gekauft oder nicht? Und jetzt hier. Leute, wenn ich jetzt hier rüberspringe und sterbe, dann ist alles weg. Das ist ja blöd. Ich glaube, ich traue mich nicht. Ich weiß es nicht. Traue ich mich, den Sprung zu machen? Ich müsste den ganzen Weg nochmal laufen. Und ich bin dann tot. Das ist nicht... Nee. Der fällt mir ein, ich habe jetzt meinen Talisman nicht mehr ausgerüstet. Okay, wir teleportieren uns mit dem Homeward Bone weg. Wir gehen gerade mal zu Logan. Und gucken, was wir da kaufen können. Ich will nämlich die Logan-Quest noch abschließen. Und es fehlt nämlich auch noch ein Raum im Archiv, den wir uns noch angucken müssen. Wir wollen ja sowieso nichts überhasten. So, nicht, dass ich wieder irgendwas vergesse, wie damals bei meinem Let's Play. Das hat mich sehr lange geärgert und ich hatte keinen Spielstand da in der Nähe, wo ich das hätte nachholen können. Wäre auch nicht dasselbe gewesen. Und ich habe auch irgendwo eine Pyromantie vergessen. Ich glaube, ich hatte in... Wie heißt das nochmal? In der gemalten Welt von Ariamis hatte ich eine Pyromantie vergessen beim alten Let's Play. Das hat mich auch sehr geärgert. Ich so als Komplizist, der einfach jeden Scheiß kauft, ob er ihn braucht oder nicht. Hier ist so dunkel. Guck mal. Sogar trotz... Obwohl wir hier dieses Lichtding anhaben, ist es immer noch arschdunkel. Oh, there you are. It's been a while. Or were you just here? This fascinating place defeats my sense of time. Ja, das kennt jeder Gamer. Man macht ein Spiel an und plötzlich schmilzt Zeit dahin und ist weg. Zeit schmilzt. Okay, guck mal hier. 40.000 tatsächlich. Extrem teuer. Kennt ihr auch, wenn ihr zu viel zockt, ne? Nichts gegessen, nichts getrunken, total am Arsch. Gut, es sieht gerade gar nicht gut aus. Ich will die 40.000 natürlich voll bekommen. Okay. Ansonsten müssten wir in die gemalte Welt vielleicht kurz mal abtauchen. Das wäre eine Idee. So. Einfach kurz in die gemalte Welt, ein paar Zombies töten. Und dann haben wir auch. Obwohl, die 40.000 kriegen wir jetzt hier auch zusammen. Diese 3.500, die uns jetzt noch fehlen,
Können wir eventuell jetzt auch hier so bekommen? Warum habe ich immer noch die Made auf? Zack, komm, ihr seid drei Gegner. Ihr solltet doch annähernd genug. Nein, nicht mehr annähernd genug. Ich glaube, da ist die gemalte Welt ein wirklich besserer Ort zum Farmen. Guckt euch das an. Nein. Obwohl es nur so wenig ist, ne? Und der Weg in die gemalte Welt ist natürlich sehr weit. Können wir direkt rein teleportieren? In die gemalte Welt? Das Problem ist, um wieder rauszukommen, müssen wir hier aus dem Bossgebiet wieder rausspringen. Egal. Wir machen das einfach mal. Ich will jetzt die ganzen Logan-Sachen kaufen, um die Logan-Quest weiterzuführen. Bekommen wir auch seine Kleidung oder so? Ich meine, wir bekommen auf jeden Fall irgendwas. Und so viel ist das gar nicht. Ich glaube, wir können ihn jetzt komplett leer kaufen. Wir beenden jetzt einfach die gesamte Low-Quest und gut ist, würde ich sagen. So. Wir sind unsichtbar. Brauchen wir sonst noch was? Wir haben den... Oh ja, ne? Wir haben den doch bekommen. Hier. Silberner Schlangenring. Unten in den Katakomben. Falls ihr euch erinnert. Übrigens, die Kätzchen schlafen noch. Nur so nebenbei. Die schlafen hier neben mir auf der Couch. Falls ihr denkt, was ist denn heute los? Keine Kätzchen? Wie sieht das mit meinem Gewicht aus? Ich würde sagen, wir laufen einfach mal ohne Maske los. Ha, tot. Hätte er kommen sehen müssen. Ich könnte natürlich auch die Kiste anziehen. Die Kiste, die mir meine Seelendings jetzt erhöhen würde. Die Seelenfundrate. Müssen wir gleich mal machen. Habe ich ganz vergessen jetzt. Da bin ich zwar langsamer, aber was soll's. Ich muss ja hier eh nicht dick ausweichen. Hier wird einfach mal geholzt und gekloppt. Gerade noch so getroffen. Gerade noch so. Ich habe das Schild oben gehabt. Ja, da Huder. Ja. Jetzt aber, komm, paar Leute auf einmal. Da sind wir schon über die 40.000. Ich hätte mir diese Seelen auch sparen können, diese Consumables. Diese zerdrückt mich Seelen. Quetschis. Quetschis, kennt ihr Quetschis? Diese kleinen Saftpäckchen. Für Kinder. Da sind so Smoothies drin, so Saftsmoothies oder so. Keine Ahnung. Hab selber nicht getrunken, aber auf jeden Fall so Saftpäckchen, wo man oben so ein großes Drehding hat. Und das sind jetzt die Quetschis. Das sind jetzt unsere Seelen, die wir verzehren. Wisst ihr Bescheid? Ab jetzt ganz offiziell wird auch eingetragen ins Dark Souls Wiki, würde ich sagen. Ich schreibe es selbst. Gibt es überhaupt noch ein deutsches Wiki? Müsste ziemlich unvollständig sein, oder? Es gibt doch dieses Fextra Live, wo auch YouTuber ihre Videos hinzugesteuert haben. Ist sehr nützlich. Oh, du lebst noch. Ey, wie geht das denn gerade? Ist ja übel. Da kann man auch mal schnell wegteleportieren. Guck mal, geht doch. So, jetzt habe ich 40.000 und 16.000 für die anderen Sachen. Ein bisschen mehr noch. Ein kleines bisschen mehr. Die PlayStation pfeift schon. Diese Phalanx-Gegner hier sind ein bisschen viel für die PlayStation. Ich habe ja schon mal erwähnt, das hier war das erste Gebiet, was entwickelt wurde. Das Protogebiet quasi von Dark Souls überhaupt. Und da haben sie sich gedacht, komm, machen wir den Phalanx-Gegner nochmal mit anderen, mit Zombies. Wahrscheinlich ein Hardware-Test oder sowas. Ich weiß es nicht, was sie da geritten hat. Diese Verrückten. Diese Irren. Habe ich wirklich das Leuchtfeuer auf 20 gesetzt hier? Das ist ja krass. Tot. Dann noch einmal, oder? Einmal machen wir noch. Vielleicht sollte es dann reichen, dass wir alles kaufen können von Logan. Dann schaffen wir hoffentlich die Quest jetzt auch noch gleich. Hier in einem Rutsch. Ihr seht, was ich gemacht habe. Ich habe hier damals auch eine ganze Weile gefarmt.
als ich hier in Ariamis war. Komm, das ist doch nicht wahr. Habe ich natürlich total vergessen, dass ich kein Schild ausgerüstet habe. Zuerst mache ich einen Seitwärtsschlag und verkacke. Dann will ich ihn nochmal schlagen, mache den Schlag von oben. Der natürlich nicht trifft, weil er von oben ist und nicht mehr von der Seite. Habe ich mich total vertan mit der Attacke. So ist das, wenn ihr vergesst, was für eine Art Attacke eure Waffe macht. Wenn ihr rennt und wenn ihr steht. Ist ja alles unterschiedlich. Oh yeah, alle auf einmal. Sterbt. Lass mich auch immer treffen hier. Ich laufe mit hochgehaltenem Schild rum. Okay. Dann würde ich sagen, wir ziehen jetzt den Helm aus. Wir ziehen die Dusk-Krone an, um uns hier den Weg bis zum Ende durchzukämpfen. Wie immer. Das Unsichtbarkeit behalten wir. Na komm, wir brauchen nicht den extra Schaden. Wir kommen auch so ganz gut durch. Holen wir uns die extra Seelen dafür. Ich bin diesen Weg schon so oft entlang. Und es ist zu schade, dass wir bei Priscilla den Schwanz nicht abschlagen konnten. Überhaupt fehlen uns aber auch noch die gesamten Bosswaffen der ganzen Gegner. Habe ich ja alle noch gar nicht erschmiedet. Muss ich auch noch machen. Muss ich auch mal farmen gehen. Oh, jetzt habe ich den total vergessen. Oh Mann. Stirbt er trotzdem nach einem Schlag? So. Das mag ich besonders. Tot. Jetzt habe ich meine Seelensuchmasse. Ach, Flugseelenmasse. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wie im Vlog, genau. Seelenflugmasse, Mann. Und ich habe mir das Vlog angeguckt und dachte mir, Mann, Seelenflugmasse. Vergangenheitsgonzo. Wie konntest du das nur vergessen? Naja. Wow, 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 wow. Okay. Erstmal heilen. Oh, das denkt er sich auch. Na, wie geil. Denkt sich auch, ich geh erstmal heilen jetzt. Die Sau. Ach komm, ich dachte, du machst einen zweiten Schlag. Komm, mach mal. Ja, komm, ich habe eine mega Reichweite. Versuch mal. Dreckige Lache. Incoming. Große Scherbe. Wir sind auf 80.000. 40.000 brauche ich für den einen Zauber. Seht ihr mal, ich könnte auch direkt zweimal leveln, wenn ich jetzt noch ein bisschen weitermachen würde. Aber das wollten wir nicht. Wir machen hier Quests. Wir questen hier durch. Wir wollen ja nichts unerledigt lassen. Und wie gesagt, merkt es euch, kurz vor Ende wird eine Pause gemacht. Da spiele ich erstmal nicht weiter. Und ihr könnt nämlich... Die Sache ist ja, ich muss ja warten, bis die Folge veröffentlicht ist. Ne? Ich werde jetzt nicht eine Woche warten, bis alles gesammelt ist. Sondern ne, ich mache dann irgendwann eine Pause. Dann wisst ihr Bescheid. Dann schreibt ihr mir alles, was noch fehlt, was ich eventuell vergessen haben könnte. Ich schreibe mir das alles auf. Und anschließend werde ich dann die nächste Aufnahme machen. Das heißt, wir haben dann eine Pause von ein paar Tagen. So, ne? Bis ich es geschafft habe, eine neue Aufnahme zu machen. Und die dann hochzuladen. Um zu gucken, was ich alles vergessen habe. Jetzt teleportieren wir uns hier weg. Ein Vorteil, dass ich Wendelin nicht getötet habe. Ansonsten hätten wir jetzt das Leuchtfeuer hier nicht. Also wir könnten uns noch hinteleportieren, aber... dann nicht mehr weg. Wir brauchen ja auch noch die Rüstung hier von Sigmeier. Nicht, dass wir sie bräuchten, aber ich hätte sie gerne. Das ist wieder der Komplettist in mir. Die sagt, du brauchst auch die Rüstung. Du brauchst die Zwiebelritterrüstung. Du willst sie. Du wirst glücklicher sein, wenn du diese Rüstung hast. Das ist Kapitalismus, ne? Hier dieser Luxusgedanke. Das gab es im Osten nicht. Im Osten hätte keiner gesagt, du brauchst eine Zwiebelritterrüstung, du bist glücklicher. Nee, nee, da hat man gearbeitet und hat auf jeden Luxus verzichtet. Und so war das. Ganz klar. Zumindest reden sich die Leute das da selber ein. Dass sie bessere Menschen waren, weil sie auf Luxus verzichtet haben. Oh, there you are. Oh. Ja, ja. Kaufen wir jetzt mal alles weg. So, 40.000. 8.000, das und das. So, jetzt weiß ich nicht. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob wir
einfach zum Bonfire gehen können oder ob wir das Spiel komplett einmal beenden müssen, um die Quest fortzuführen. Schauen wir mal. Und ich schaue mir auch gerade eben erst noch Folge 14 von Knallhart durchgenommen an. Ich bin mal gespannt, wie weit die kommen. Die sind ja auch gerade im DLC. Sind mir schon wieder ein Stück weit voraus, diese Jungs. Dafür haben sie aber am Anfang sehr viel ausgelassen. Sehr viel nicht entdeckt, sehr viel nicht eingesammelt. Who are you? Stay clear of my work. Curses upon you. How dare you disturb me? Ihr seht, er erkennt uns plötzlich gar nicht mehr. Who are you? Stay clear of my work. Curses upon you. How dare you disturb me? Ab jetzt geht das Händlerfenster auch gar nicht mehr auf. Ihr seht, der dreht am Rad. Die Frage ist, wegteleportieren und wieder herkommen oder Spiel ausmachen und Spiel wieder anmachen. Wir testen jetzt alles. Einmal das Wegteleportieren. Auf zum Feuerbandschrein. Ich greife, glaube ich, mal zum Kaffee. Ich brauche gleich noch dringend Wasser. Es ist so heiß. Bekomme ich vom Kaffee noch mehr Durst. Klein wenig verschluckt. Okay, der schöne Feuerbandschrein. Ich habe auch den Typen da extra nicht so oft angesprochen, dass er zur Höhle wird. Der Crestfallen Warrior, den habe ich gern da sitzen. Bis in alle Ewigkeit lasse ich ihn da sitzen. Weil es mir dann halt nicht so trostlos vorkommt. Das ist doch nicht so leer hier. Deswegen lasse ich ihn in seinem Elend einfach in Ewigkeit hier existieren. Total grausam eigentlich. Aber ich will halt nicht, dass wir so alleine hier sind. Dann lasse ich den doch einfach da. So, jetzt schauen wir mal nach. Mich irritiert auch immer der Schatten, der dann so plötzlich verschwindet. Er ist weg. Und wir sind wieder allein. Denn er ist weg. Weg! Früher war es schöner, allein zu sein. Jetzt können wir uns aufmachen. Jetzt geht's weiter. Also ich meinte, der Schatten, der mich irritiert, ist dieser Schatten hier. Seht ihr? Da. Der Treppenschatten, der auftaucht und plötzlich verschwindet. So. War das im Originalspiel auch so? Ich kann mich nicht erinnern. Wir aktivieren erstmal... Oh, jetzt habe ich auch so viele Seelen. Verdammt. Habe ich noch irgendwo einen Händler ausgelassen? Unter der Brücke ist noch dieser Händler. Und natürlich die Zwiebelritterrüstung. Ich weiß gar nicht, wie viel die kostet. Die holen wir uns. Alles auf einmal hier. Ich will meinen Seelenfundus leer machen. Darum geht's. Wir sehen uns dann aber beim nächsten Mal. Da werde ich bereits wahrscheinlich da sein. Beim Verkäufer der Rüstung. Oder zumindest in der Nähe. Und danach machen wir die Logan-Quest weiter. So, müssen wir von hier aus. Müssen wir uns... zurückbegeben zu Zens Festung. Und da werden wir uns wahrscheinlich sehen. Also macht's gut, ciao, bye bye. Euer Gonzo. Morgen sehen wir uns bei Zens Festung. In Dark Souls Remastered.